Moin Freunde, Shane TSG TV Reviews. Es ist wieder soweit, ich habe eine 500 Euro Mystery Box bestellt. Ich werde euch das mal unten einblenden, damit ihr auch seht, dass es auch wirklich real ist. Wie gesagt, hier kommen nur reale Boxen, hier kommen keine Fake Boxen oder so. Das soll nochmal am Anfang gesagt sein des Videos. Und die Box ist doch relativ groß. Also so habe ich es mir nicht vorgestellt. Wenn ich überlege, dass die letzte Box so war, ich hole sie mal. So, Freunde. Das ist übrigens die Box. Damit ihr mal einen Vergleich habt, hier ist der Stuhl, wo ich drauf sitze. Und hier, ich muss mir das Messer aus der Hand legen, sonst ist es vorbei. Das ist die Box. Alter, ist nicht normal, oder? Wie gesagt, das ist eine Saturn 500 Euro Saturn Mystery Box. Ach, original von Saturn. Nicht von irgendwelchen Privat. Ich weiß nicht, wie macht man das jetzt? So, kommt mal mit hier auf meine Casting Couch. Alter, das ist die Box. Ich bin mega gespannt. Wir müssen das, glaube ich, so aufmachen von der Seite. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Es reicht jetzt hin. Ich habe genug geschnackt. Wir öffnen. Lieferschein war hier dran. Da steht ja auch immer drin, was steht ja immer drauf, was drin ist. Und das habe ich natürlich jetzt nicht angeguckt. Das soll ja ein Mystery werden. Aber gut, wenn ich jetzt den Deckel aufmache, dann weiß ich, was drin ist. Aber für euch wird es ja, glaube ich, noch spannend. Ihr habt, glaube ich, keinen Nee, ihr habt da keinen Einblick. Ihr habt ja den geraden Winkel, Leute. Ihr habt ja die horizontale hier. Alter, das ist doch nicht normal, Alter. Ey, letztes Mal 250 Euro Box, die war so. Aber ich meine, gut, da waren Huawei drin und so. Ja, das hat eben gut. Ich habe das übrigens verkauft, das hat echt gut Geld gegeben. Und ja, mal gucken, ob ich hiervon was gebrauchen kann. Wenn nicht, wird das auch verkauft. Und dann kaufen wir. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr natürlich Bescheid sagen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kaufen wir nämlich eine 1000 Euro Box. Das ist schon mit eingeplant, weil ich denke mal, wir werden ja easy profit machen. Oder ich werde was behalten. Was ist das? Oh mein Gott, okay, hier kommt schon mal was. Okay, hier vorne kommt was. Was ist das? Ein Anti-Milbensauger? Okay. Ja, das habe ich wirklich schon mal gesehen bei Amazon zum Beispiel. Das ist ein CleanMax Anti-Milbensauger. Meiner Meinung nach, jetzt aus dem Kopf raus, kostet er glaube ich 80 Euro, 90 Euro, ich weiß es nicht. Damit macht man Matratzen sauber, wenn man sie jetzt nicht irgendwie in die Reinigung bringen kann oder so. Kann man benutzen, aber kann man auch verkaufen. Vielleicht werde ich es sogar behalten, ich weiß nicht. Ist eigentlich mal gar nicht so eine schlechte Sache, oder? Mal ehrlich jetzt. Gucken wir mal, wa? Erstmal gucken wir mal, dass wir nochmal die Beleuchtung ein bisschen besser machen. Sorry, also. So, Keylight ist auf volle Pulle gestellt. Jetzt müsst ihr auch ein bisschen mehr sehen. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser, ja. Ja, wir haben einmal den Anti-Milbensauger von CleanMax. Ja, wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, ob man das jetzt behalten muss, ob das jetzt so notwendig ist. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was noch so drin ist. Ich will es eigentlich gar nicht auf den ersten Blick alles sehen. Kann man da irgendwie mit einem halben Auge hingucken? Okay, hier kommen ein paar kleinere Teile. Was haben wir hier? Oh, okay. Nice. Das, ja. Eine Oral-B Zahnbürste. Und zwar elektrisch natürlich. Eine Pulsonic Slim 1100. Original verpackt natürlich. Und neu das Ganze. Ja, nice. Ich habe schon immer mal überlegt, eine elektrische Zahnbürste zu benutzen, aber ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht und vielleicht werde ich auch die benutzen, ich weiß es nicht, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Eine Oral-B Pulsonic Slim 1100. Ja, braucht man jetzt nicht mehr zeigen, oder? Ist jetzt so ein Ladegerät mit drin und vielleicht sogar, na gut, Reinigungsstation nicht, ist ja, muss ja die Köpfe dann wechseln. Gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen, okay? Ich weiß nicht, vielleicht behalte ich die wirklich und try das mal aus. So, es geht weiter. Füllstoff ist immer gut, da ich ja sowieso auch selber Pakete verschicke und eventuell auch was wieder verkaufe. Hier kommt was Kleines. Ein Philips USB 3 Flash Drive Super Speed mit 256 GB. Krass, also ich hatte noch nie oder schon ewig nicht mehr einen USB-Stick, so, der einen großen Speicher hat. Das ist auf jeden Fall nice, vielleicht, also ich glaube, den benutze ich zu 100%, das zu verkaufen lohnt sich nicht, oder?
Gut, das, ja, wie eine kleine externe Festplatte, das ist richtig nice. Werde ich definitiv benutzen, da kann man ein paar Daten draufschmeißen und dann passt das. Seid ihr bereit, das nächste kommt. Das ist ein riesen Paket, was soll da noch drin sein? Oh, hallo? Eine Sony? Okay, die ist, glaube, das ist glaube ich Ausstellungsware, hier ist schon so ein Klebedings. Eine Sony-Kamera? Eine Sony Cybershot? Ja, ich zeig's euch lieber mal, bevor ich hier alles... Ich komme mal ein bisschen näher. Eine Sony Cybershot DSC WX220 mit WLAN. Ja, nee, das bräuchte ich jetzt nicht. Ich habe ja die Kamera, die hier steht und die macht wirklich, die hat auf jeden Fall mega Geld gekostet und erfüllt ihren Zweck. 4K haben wir auf jeden Fall am Start, Full HD und so weiter. Ja, das wird glaube ich so das erste Objekt sein, was ich definitiv verkaufen werde. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es da so viel Geld für gibt, aber eine Sony, ja, eine Sony lässt sich eigentlich gut verkaufen, bin ich jetzt mal der Meinung. Das wird, glaube ich, mein erster Verkaufsgegenstand. So wird das sein. Kommen wir zum nächsten. Da ist noch einiges drin, Freunde. Also der Wert, nochmal, ich kann das ja mal erwähnen, der Wert soll angeblich 750 Euro sein, mindestens 750 Euro oder sogar mehr. Wie gesagt, was jetzt alles direkt kostet, was ist denn das? Saturn hat Fahrradhelme? Was zur Hölle? Ist das so ein... Das ist so ein Helm, wo man die Action, wo man eine Actionkamera dran ballern kann, oder was ist das? Okay, ja, wir haben auf jeden Fall einen Helm. Der ist mega leicht. Ja, werde ich definitiv nicht benutzen. Von Rival. Keine Ahnung. Das hier ist auf jeden Fall ein Ladegerät. Also ein Ladekabel. Hier ist irgendwas integriert, aber fragt mich nicht, was das ist. Also für die Leute, die davon Ahnung haben, hier ist auf jeden Fall so ein... Digga, das Licht ist aber auch... Der Winkel ist aber auch mies, aber so sieht das besser. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwas dran, irgendwelche Sensoren oder so, keine Ahnung. Ach Digga, da kannst du Mucke mithören. Das ist ein Muckehelm. Oder was? Hier geht auf jeden Fall ein Kabel lang. Nee, doch nicht. Nee, ist bloß das Einlegedings hier. Hier ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, irgendwas kann man hier weiter skippen. Fragt mich nicht, was das ist, da habe ich keine Ahnung von, da werde ich mal googeln. Ansonsten könnt ihr es mir aber auch gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwas... Hat das zu bedeuten? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall irgendwas ist hier dran. Irgendwas mit Pause und weiter. Fragt mich nicht. Da habe ich keine Ahnung von. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Helm aufgehabt beim Fahrradfahren oder so. Oh, jetzt kommt was Großes. Ich will es eigentlich nicht gleich auf den ersten Blick sehen. Ich versuche mal, dass ich das hier rauskriege, ohne dass ich es sehe. Ich guck weg, ich guck nicht rein. Gott, was ist das denn? Ich sehe es immer noch nicht. Ich gucke nach oben. Was ist es? Was? Digga. Oh mein Gott. Bose 2.1 System? Ein Bose 2.1 System. Sieht man das? Hier sieht man das. Oh. Ein Bose 2.1 System, das werde ich natürlich nicht auspacken. Ja, um ehrlich zu sein, das brauche ich definitiv nicht. Ich habe hier eine Pioneer-Anlage und eine 5.1 und die reicht auf jeden Fall. Die erfüllt ihren Zweck. Das wird auf jeden Fall auch ein Artikel, den ich definitiv auch verkaufen werde. Brauche ich nicht. Aber gut, wir werden mal gucken, was das Ding kostet. Bose ist schon einiges, oder? Das wird schon einiges kosten. Ich weiß gerade nicht, was das für ein Modell ist. Companion 50, passt das? Keine Ahnung. Ja doch, hier steht's ja. Companion 50, wie auch immer. Da steht das Ganze. Bose Companion 50. Alter, warum ist das so schwer? Ne? Oh, Qualität, ja. Oh, Qualität wiegt. Nichts mehr gewohnt hier. So, kommt noch was? Jetzt kann ich reingucken, jetzt ist das meiste weg. Ja, einmal Schwachsinn, USB-Lüfter, der Uhrzeit anzeigt, glaube ich. Ja, oder so eine Figuckchen macht hier. Ja, so ein bisschen Licht, Spielzeug.
Sowas lässt sich definitiv nicht verkaufen. Oh, hier kommt noch einiges, glaube ich. Jetzt kommt der richtig Schnickschnack. Was ist das denn? Ja, jetzt ein Leuchteding auch mit USB, keine Ahnung. Irgendein Leuchtebaum, Palme, weiß der Geier was. Hier seht ihr die Muster, wie es leuchtet. Ja, braucht man nicht. Next. CD-Rohlinge in 2021 sind, glaube ich, auch überflüssig. Ich habe hier einen Haufen Rohlinge liegen, also auch aus anderen Mystery-Boxen und ja, braucht man nicht. Überflüssig. Ein Voice Tracker, okay, ein Diktiergerät sozusagen von Philips. Ach ne, Voice Tracer heißt das, ja, nicht Tracker, Voice Tracer. Okay, ja, USB, Memory Card, also hier SD-Karte kann man reinmachen und so weiter und so fort. Ja, ein digitales Diktiergerät sozusagen, nicht wie früher mit Band, sondern ja, hat jedes Handy drin, oder? Mit Aufnahme-Button und so weiter. Brauche ich nicht. Wozu macht mein Handy so? Wisst ihr, was ich meine? Was? Ja, das war's, meine Damen und Herren. Das war die 500 Euro Mystery Box. Also das Bose-System ist definitiv das teuerste. Lass mich das mal googeln. Ich will mal gucken, wie viel das wert ist. Wenigstens das mal nachschauen. Also das Bose Champion 50 kostet im Mediamarkt, ihr seht es gerade, 335,99. Okay, ja, dann noch dieser CleanMax dazu. Das sind auf jeden Fall 400 noch was. Die Oral-B kostet, glaube ich, auch einiges. Bist du, glaube ich, auch mit 50 dabei. Denn der USB-Stick. Das Diktiergerät weiß ich nicht. Okay, die Rohlinge sind Bullshit. Die Kamera, die Sony, müsst ihr vielleicht nochmal gucken. Das wird auch eins der teureren Geräte sein. Lass die nochmal nachgucken, wenigstens. Ja. Diese Kamera kostet neue 185 bzw. 137 gebraucht. Das ist vollkommen okay. Wenn wir allein das Bose haben und das Ding, sind wir schon über 500. Mit dem sind wir dann so circa bei 600. Mit der Zahnbürste 650. Vielleicht kostet sie vielleicht weniger mehr. Ich weiß nicht, was die Zahnbürste kostet. Ich gucke jetzt auch nicht alles nach, das wird sonst zu viel. Freunde, ich werde definitiv einiges verkaufen. Auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Riesenpaket ankommt, aber das ist kein Thema. Das Ganze kriegen wir auf jeden Fall wieder los und ich werde definitiv auch hier wenigstens ein paar kleine Sachen behalten, wie diesen Stick. Die Zahnbürste werde ich definitiv probieren. Ich glaube nicht, dass ich die verkaufen werde. Und ja, USB-Lüfter hier und sowas. Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wir werden gucken, was das Ganze ergibt. Ich denke mal schon, dass es auf jeden Fall Plus ist, aber es ist nicht so ein Plus, wie ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war, glaube ich, also wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Aber, ja gut, ich weiß auch nicht, was der Helm kostet und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein Preis, der zusammenkommen wird. Und ich glaube, die 1000-Euro-Box, also wenn ihr auf die 1000-Euro-Box Bock habt, dann sagt mir Bescheid, dann machen wir das, dann ziehen wir das durch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein kostenloses Abo auf diesem Kanal da. Freunde, das war kurz und schmerzlos, mehr oder weniger kurz. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im hoffentlich nächsten Mystery Box Unboxing. Und wenn ihr mehr sehen wollt, der Link ist jetzt, beziehungsweise die Playlist der Mystery Boxen ist jetzt oben rechts in der Infocard verlinkt. Schaut gerne rein und gucken wir mal, was wir hier draus machen können. Ne? Ich bin gespannt. Ich, ein, zwei Sachen werde ich definitiv benutzen, wie gesagt. Haut rein, danke fürs Einschalten, wir sehen uns. Dankeschön und auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Ehre.